So, Freunde, heute mal in der Küche, genau. Heute wollen wir mal italienisch essen. Italienische Küche aus der Dose. Jawohl. Eine nette Portion Ravioli. 800 Gramm geballte Kraft aus Italien. So ist das. Da freut sich doch jeder italienische Chefkoch. Essen aus der Büchse, genau. Wir machen es heute nicht kompliziert. Wir machen typisches Single-Futter. Single-Food. Genau. Hoppla. Dazu benötigen wir, wie gesagt, den Inhalt dieser Dose. Ein frisch gewaschener Teller. So. Ich habe ihn in der Größe ausgewählt. Das ist einer meiner Lieblingsteller. So, dann werden wir das öffnen. Ich muss noch vorher was anderes reinigen hier. Die Scheibe vom Ofen will auch gereinigt sein. Ne? Ah. Bisschen zu arbeiten, hier macht man so ein Vorbeilaufen. Ne? So, jetzt wackelt das ganze Regal natürlich. Das IKEA-Scheiß. Ne? Aber naja, so, jetzt haben wir es auch mal wieder geputzt nach Monaten. Hurra! So, erstmal eine Ablage finden. Eieiei, wieso klebt das hier so? Hoppla! So! Jawohl. Gut, dass die neuen Dosen alle so einen Nuppel dran haben. Die Nippel durch die Lasche ziehen. Genau. Kann man damit gute Fingernägel Dose öffnen. Ja, die Nase vom Hund gehört natürlich auch dazu. So, ich tue dann immer ein bisschen die Dose oval drücken. Das nämlich besser schütten oder löffeln, dann schüttet sich's punktueller. So, dann nehmen wir einen Löffel und löffeln das fein heraus auf das Maß, was so noch irgendwie in den Teller passt. Also das Ganze werde ich nicht in den Teller bringen, ne? So. Das Ganze kriegen wir natürlich nicht rein. So. Ah, doch, vielleicht kriegen wir es doch rein. Ah, ich probiere es halt. Hoppla, doch. Doch, geht, geht, geht. Keine Panik. Geht alles perfekt. So. Voilà. So. Da haben wir den Teller. Teller. So, dann hau ich persönlich immer noch ein bisschen Salz drauf. Na, na, geh weg. Der Hund sitzt. Hat natürlich. Mein Hund darf alles, aber nicht direkt bis in den Teller. Ne? So. Voilà. Und dann tun wir das in mittlerer Wärme, nicht volle Pulle. Volle Pulle ist schlecht. Weil dann spritzt alles, dann könnt ihr den Ofen sauber machen. Dann stelle ich das so auf 7 Minuten, dürfte reichen. Der Lässi, jo. Prima, gut, dass es sowas gibt. Aber ich hatte jetzt keine Lust, großartig zu kochen. Doch. Wir müssen ja ein bisschen sparen, ne? Ja. Ich hätte jetzt auch in den Supermarkt rennen können und fettes Fleisch holen. Aber das mache ich übermorgen. Weil morgen bin ich eingeladen. Dann gehen wir dann asiatisch essen. Mit der Holden. Mit der Flamme des Lebens. Naja, wie lange die Flamme noch flambiert, weiß ich nicht. Man macht sich immer so gewisse
die Vorstellung von so einer freundschaftlichen Partnerschaft. Hoppla. So. Jetzt wird noch ein Getränk dazu geliefert. Die Rotwein haben wir diesmal ausgelassen. Da, ein Minzmesserchen. Das schmeckt auch fein. Minzmesserchen. So, und dann essen wir vorher noch eine Zink-Vitamin-C-Tablette. Damit der Hormonhaushalt auch bleibt, wo er ist. So, das tut gut. Ja, die anderen sind leider alle. Die Kürbiskerne sind alle Kürbiskerne. Oh doch, da ist noch eins drin. Und dann essen wir das auch noch. Bevor es sich verläuft. Gut für die Nüsse. Prophylaktisch. Ne, wenn man schon Ansätze Prostata und so weiter. Ja. Also man könnte jetzt noch, um das zu verfeinern, noch ein bisschen Delikatesspulver so ein bisschen dazu beimischen. Aber ich glaube, dass der Hersteller die gut gewürzt hat. Genau. Prima. Ah, jetzt erstmal Ravioli und dann noch ein paar Süßigkeiten. So, dann wäre das Thema Essen gerettet. Werden wir nicht verhungern. Wäre ja schade drum. Ne? Obwohl ich habe schon im Leben Hunger gelitten. Ne? Ist kein Vergnügen. Ne? Ja. Aber ich habe damals auch Leute gehabt, die mich unterstützt haben. Gott sei Dank. Aber wenn man so zwei Tage mal durchhungert, ne? Gut, andere in Afrika hungern noch länger, ne? Die liegen so am dreckigen Fußboden, am staubigen, in knalliger Sonne, wo die Fliegen dann so hin, die sogenannten Biafra-Kinder. Ne? Ja, da möchte man nicht drin stecken. Ne? Und es müsste nicht sein, ne? Wenn die Staaten nicht alles ableiten würden an Subventionen. Ne? Weil die Regierungschef von diesen Ländern, denen geht es gut, komischerweise. Ne? Aber deren Volk, naja, haben wir auch in Europa, in Mitteleuropa, die Armut, die mit dem Bett mehr sichtbar wird. Man kann froh sein, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, einigermaßen Gesundheit und sich da und dort noch ein Hobby leisten kann. Oder eine Beziehung, ne? Weil sich eine Frau halten, kostet auch Geld. Da halte ich mir doch lieber einen Hund, gell? Ja, der Wauwau. Jo. Ja, so geht das Geld weg wie nix. Ne? Ja, man, es duftet schon leicht, ne? Also wenn das Ding Temperatur kriegt. Ja, weil Mikrowelle, das macht ja von außen nach innen warm, ne? Außen nach innen. Allerdings muss man dazu sagen, dass mit Mikrowelle erwärmt es schneller kalt wird, als wenn es jetzt in einen Topf warm gemacht wird oder so. Das muss irgendwie ein physikalisches Gesetz dahinter stecken, warum die Wärmemoleküle länger angehen. Gut, der Topf selber bleibt auch eher warm, der Teller und so weiter. Ja, da haben wir Drehscheibe, ne? Früher in Frankfurt hätten wir dafür eine D-Mark einschieben müssen, um was zu sehen, was sich auf der Drehscheibe bewegt. Ach, das waren noch Zeiten. Dass sie das abgeschafft hat, finde ich schade, fand ich ganz rustikal. Aber es hieß, es wäre abwertend, ne? Diskriminierend. Naja, oh Gott, was will man dazu sagen? Gibt es noch andere Sachen, die diskriminierend sind? Gell? Wie bei Wilhelm Tell, gell?